Hey, yo, Freunde, euer Mr. Duit mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch. Guten Tag. Ja, Freunde, heute das Video. Ihr fragt, ich antworte. Ich habe ja gesagt, dass ich schon die ganze Geschichte ziemlich hinausgezögert habe. Aber es war ihr seht ja selber, was alles los ist auf dem Kanal im Moment. Ich bin persönlich auf jeden Fall überwältigt. Das muss ich so klipp und klar mal sagen. Diese ganze Resonanz von euch und dieses ganze, also das ist unglaublich, was da abgeht, Freunde. Und deswegen werde ich mal versuchen, wie weit ich komme. Ich will das ja nicht zu überstrecken, das Video. Aber wenn ich schon mal einen Anruf, Aufruf mache, dass ihr was fragen sollt, dann will ich natürlich auch darauf reagieren. Ich hoffe, der Ton ist okay. Laut dem Test, den ich vorhin gemacht habe, war er okay. Aber mal gucken. Ich habe hier die Fragen soweit auf und fange mal fix an mit den Fragen und gebe meine passende Antwort dazu. Ich mache das übrigens wieder mal frei Schnauze, also ich habe mich nicht vorher belesen oder so. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie immer. Hoffe ich. Hoffe ich. Hoffe ich. So. Jo, Enduro Delvin fragt. Ich grüße dich übrigens, mein Freund. Du bist ja immer einer derjenigen, der sagt: Jo, darf ich fragen, wieso du immer so spät hochlädst? Ja, Freund, das ist eigentlich ganz einfach. Nehme man einen Mann, der 40 Stunden die Woche arbeitet, danach nach Hause kommt, sich körperlich irgendwie noch mit Essen und ihr wisst womit noch irgendwie ausbalanciert und dann noch ein bisschen mit den Kindern spielt, bevor sie ins Bett gehen und dann in die Werkstatt runtergeht, kannst du dir vorstellen, warum die Videos so spät hochgeladen werden? Es ist einfach zeitlich nicht anders möglich. Ich bin da ein bisschen in so einem, ja, es ist, die Zeit fehlt mir, ne? Und deswegen leidet zwar mein Schlaf darunter. Aber ich gleiche das dann am Wochenende immer ein bisschen aus, ne? So, Massimo Sisi fragt: Was kannst du über Öldruck erzählen? Ein super Video hast du wieder gemacht. Öldruck, ja, ganz kurz und knapp. Öldruck muss stehen, also bei einem Fahrzeug. Der Öldruck gewährleistet bei eurem Motor die Schmierung, weil ihr wisst ja, der tiefste Punkt, so wie wir Menschen, werden durch die Erdanziehungskraft auf den Boden der Tatsachen gebracht, und so ist es auch mit dem Öl, der sich in der Ölwanne befindet, Freunde. Öl in der Ölwanne, das heißt, die Ölwanne sammelt sich das Öl ab und wird durch die Pumpe in Richtung Ventildeckel, also nach oben befördert, und hier muss der Öldruck immer stimmen. In der Regel, das kann man jetzt pauschal gar nicht sagen, bei moderneren Fahrzeugen ist der Öldruck relativ hoch, bei älteren Fahrzeugen mäßig, also so im Durchschnitt so bei 6 bis 8 Bar beträgt dieser Druck, und bei Dieselfahrzeugen oder auch Benziner mit Turbosystem. Bei Turbosystem ist dieser Druck besonders wichtig, weil dieser Druck diese Welle in dem Turbo, diese Turbinenwelle im Grunde genommen permanent mit durchölt, und wenn dort der Druck abnehmen sollte durch eine defekte Pumpe oder durch schlechtes Öl, kann ja auch sein, dass das Öl so dickflüssig ist und nicht mehr durch die Pumpe so richtig in Richtung Motorinneren befördert werden kann, würde dann diese Welle ja durch mangels Schmierung defekt gehen. Die würde regelrecht verbrennen. Deswegen ist immer der Öldruck wichtig. Fahrzeuge melden natürlich einen mangelnden Öldruck durch einen Sensor. Es gibt aber auch so Systeme, ich kann euch das Bild mal hier reinpacken. Dort kann man sich durch einen Ja, so eine Art Messgerät, durch eine Messuhr im Cockpit anzeigen lassen, wie hoch der jeweilige Öldruck ist. Und ja, das zum Thema Öldruck. Wirklich sehr wichtig, aber diese Pumpen halten auch wirklich sehr lange. So, Malagutino, unser Gewinner von dem Gewinnspiel, hat geschrieben: Was kann man bei Rissen, bei Risse, was? Was kann man bei Risse, er meint Rissen, im Turbokrümmer machen? Also nicht die Downpipe, sondern direkt am Krümmer, Abgaskrümmer, weiter meint er. Ja, wenn dort Risse entstanden sind, also meine Empfehlung, tauschen. Dort was dicht zu kriegen, ihr könnt euch nicht vorstellen, diese Abgase werden dort durchgejagt mit 800 Grad. Wenn dort irgendwie, wenn ihr da versucht, irgendwas zu flicken mit irgendwelchen Schmierstoffen oder sowas, wird es, das ist ja in der Regel Guss, und diese geflickte Stelle würde, von meiner Ansicht aus her, würde die immer wieder aufgehen, aufplatzen, je nachdem, weil es einfach so beschissen heiß ist. Und wenn ihr merkt, da ist irgendwo ein Riss,
tauschen. Damit habt ihr die hundertprozentige Gewissheit, dass es dicht ist, weil sonst immer wieder darauf zurückzukommen, ob da dieser Riss wieder aufgeplatzt ist oder nicht, wäre meiner Meinung nach der Aufwand zu hoch. Macht lieber einmal einen Schnitt, flickt diesen, tauscht diesen Krümmer und damit habt ihr eure Ruhe. So, deswegen gehen übrigens auch immer gerne Dichtungen kaputt bei Abgaskrümmern, weil halt diese hohe Temperatur darauf einwirkt, auf dieses Bauteil. So, Mr. Toastbrot schreibt, muss beim Golf 6 Variant 1,6 Ml Blue Motion, dass dieses System nach dem Dieselfilterwechsel noch extra per OBD-Motorsteuergerät entlüftet werden, oder reicht es die Zündung einige Male außen ein? Dieselfilterwechsel. Ach so, es reicht, wenn du die Zündung ein- und ausschaltest. Also es gibt klar bei VCDS oder ähnlichen Programmen, Delphi, wie auch immer sie heißen, kann man händisch nochmal eine Entlüftung in Gang bringen. Aber in der Regel schafft es auch die Ölpumpe, die Benzin-Dieselpumpe in diesem Fall, diese Luft, die sich im System angesammelt hat, durch diesen Wechsel, schafft es, diese rauszuholen, weil auch im Tank gibt es eine Entlüftung und dort wird dann die Luft sozusagen abgelassen. Ihr könnt aber, wenn ihr merkt, dass euer Wagen stottert und ihr habt so einen Wechsel durchzogen und merkt, der Wagen stottert, also sprich, irgendwo ist Luft im System, könnt ihr natürlich bei einer Werkstatt oder selbst über ein OBD-Lesegerät, über Delphi, VCDS, wie auch immer, könnt ihr dann nochmal eine Entlüftung in Gang bringen, sodass ihr dann die hundertprozentige Gewissheit habt. Aber in der Regel, laut meiner Erfahrung, reicht es, wenn ihr wirklich, so wie du es geschrieben hast, die Zündung mehrmals ein- und ausschaltet, damit die Pumpe Druck aufbaut und das, was an Luft dort ist im System, wird dann in der Regel nach draußen befördert, Freunde. So, dann geht's weiter. Wir haben Bernhard, ich grüße dich. Hast du bei einem Diesel schon den DPF-Reiniger reinigen lassen oder gewechselt? Kannst du eine Firma empfehlen, welche den DPF aufbereitet? Eine Firma empfehlen möchte ich an dieser Stelle nicht. Es gibt wirklich sehr viele Firmen, auch seriöse Firmen. Also solange die Firma euch einen Bericht gibt und ihr vorher vielleicht eine kleine Prüfung macht oder die Werkstatt, die das beauftragt. Die Firma, die den DPF reinigt, nimmt einen Ist-Zustand auf. Ist-Zustand heißt, wie wurde der Dieselpartikelfilter bei mir eingeliefert? Wie schwer ist er vor der Reinigung? Wie schwer ist er nach der Reinigung? Wenn ihr diesen Wert vor der Reinigung festhaltet und im Bericht steht, dass so und so viel Milligramm entfernt worden sind, also der Dieselpartikelfilter durch die Asche, die rausgebrannt wurde, durch die Verbrennung, die schieben das ja in einen Ofen, diesen Partikelfilter. Wenn dort dann steht, so und so viel Milligramm ist er erleichtert worden, dann könnt ihr schon darauf vertrauen, dass dieses Ding seriös getauscht wurde. Wenn ihr einen Dieselpartikelfilter einschickt und bekommt noch nicht mal einen Bericht dazu, dann würde ich den arg anzweifeln, weil meiner Meinung nach ist sowas schriftlich immer am besten und ihr könnt, wenn ihr das selber macht, das Ding dann nachträglich wiegen und euch dann selber davon überzeugen und die Werte mit dem Bericht abgleichen. Das wäre auf jeden Fall meine Art, diese Sache zu überprüfen. Und ansonsten vielleicht auf eine Werkstatt vertrauen, die das öfter macht und die Firma wirklich gut kennt und anhand des Steuergerätes OBD die Milligrammanzahl des verstopften Grades im Nachhinein ausliest. Das kann man ja auch machen, weil es wird ja bei einem Dieselpartikelfilter, wenn er getauscht wird oder gereinigt wird, muss ja das Steuergerät geresettet werden. Also in diesem Fall Grad der Verstopfung, sage ich jetzt mal, oder des Füllstandes im Dieselpartikelfilter wird ja kontinuierlich vom Steuergerät mit erfasst und deswegen könnt ihr euch auch da, also da gibt es mehrere Verifizierungsmöglichkeiten, ob die Sache legitim erledigt wurde. Gut, dann gehen wir weiter. Bernhard, so, NI71NA, ich grüße dich. Hey, Mr. Duit, kann man nachträglich einen Ladedruckanzeige bei einem Diesel Smart Fortwo nachrüsten? Wenn ja, wie? Ladedruckanzeige, ja, kann man. Man kann den Ladedruck, der wird auch erfasst im Steuergerät und kann dann, wo genau du da anzapfen musst bei den Smart Fortwo, kann ich dir aus dem Stegreif wirklich nicht sagen. Möglich ist es, klar, weil das Steuergerät anhand des Ladedrucks auch die Einspritzmenge und alles festhält. Deswegen frag doch mal vielleicht das liebe Google, den lieben Google-Kollegen oder irgendwo in einem speziellen Forum, die explizit für Smart Fortwo sich dort bewegen, weil es gibt definitiv diese Möglichkeit, dort extern eine dritte Anzeige einrichten zu lassen. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, über OBD-Stecker, diese kleinen Dinger, diese in meist bei eBay für ein paar Euro erhältlich, könnt ihr über eine Handy-App dann euren Ladedruck oder auch andere Dinge ablesen durch und hiermit auch den Stand festhalten. Wie du es genau darstellen möchtest, ist dir überlassen. Es ist aber definitiv möglich, mein Freund.
So, dann haben wir METI. Was findest du besser? Kompression oder Turbolader? Kompressor oder Turbolader? Der Kompressor ist ja leider immer drehzahlabhängig. Allerdings hat der Turbolader ja auch ein gewisses Drehzahlband. Ja, also ich persönlich bin definitiv mehr ein Fan vom Turbo, weil ein Turbo für seine Bauart bedingt einfach mehr Leistung, mehr Boost gibt, ne? Also die Luft, die dort verdichtet wird, wird in einem extrem hohen Druck in den Motor, also in den Brennraum gejagt. Und bei einem Kompressor ist es von der Technik her zwar genauso, also vom Druckprinzip her, aber ich finde persönlich, dass hinter einem Turbo mehr Bums ist, Rums ist. Ja, ich hatte zum Beispiel ein T-Modell Mercedes C200 T Kompressor. Dort war ein Kompressor verbaut, wie es der Name schon sagt. Und ich muss persönlich sagen, also die Kraft hinter diesem Motor war natürlich ein super geiles Erlebnis, ist auch wirklich ein geiles Teil. Aber ich finde, wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem, na gut, war ein Benziner, der Mercedes, wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Turbo, finde ich oben herum, klar, wo der Turbo aktiv wird, ist die Leistung besser, bissiger, wisst ihr? Also man müsste jetzt natürlich abwägen, was ist, ja, also ich persönlich bin ein Fan von dem Turbo, muss aber wirklich jeder für sich entscheiden. Ein Kompressor hat auch seine Eigenschaften. Von welchem Stadtteil kommst du aus der Türkei? Hier hat einer schon geschrieben, er kommt aus der Stadt Ankara. Ja, also meine Familie ist ursprünglich aus Ankara, aus der Hauptstadt der Türkei. Und ich habe auch noch viele Verwandte dort, viele Cousinen und Cousins. Und ich muss die eigentlich mal wieder besuchen, aber ich bin in den letzten 7 Jahren nicht dazu gekommen. Freunde, ehrlich gesagt, wenn ich mal in die Türkei fliege, dann mache ich dort in Antalya oder Side unten im Süden Urlaub und denke nie irgendwie daran, mal in Ankara vorbeizuschauen. Wobei ich gehört habe, es soll sich extrem modernisiert haben. Also diese ganze, ich weiß nicht, an die Menschen, die vielleicht dort mal gewesen sind. Ich war immer unterwegs mit meinem Onkel in Kızılay. Das ist so ein ja, total belebtes, mit Cafés bestücktes Stadtteil, Stadtgebiet in Ankara. Wirklich ein ganz, also für Menschen, also für Deutsche, sage ich jetzt mal, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Freunde, dort beginnt der Tag nachts um 10 Uhr oder 11 Uhr. Weil die Menschen tagsüber einfach in dieser bulligen Hitze nicht auf die Straßen gehen und die Chance einfach nachts nutzen. Und es gibt auch teilweise Geschäfte, die nur um diese Uhrzeit öffnen. Und dort tummelt sich das überall in den Cafés. Also das ist eine Atmosphäre, göttlich, sage ich euch. Wirklich richtig schön. Und wenn man da draußen sitzt und irgendwo noch die Vögel zwitschern und die ganze Stadt noch lebt um die Uhrzeit. Also kann ich nur empfehlen, wer mal gerne sowas machen möchte. Viele fliegen ja eher nach Istanbul. Istanbul, finde ich, ist eher, ja, voll. Also so viele Menschen auf einen Haufen. Da finde ich Ankara angenehmer. Aber ist auch nur eine kleine Meinung von mir. So, weiter geht's. Wie kann ich die Bremse hinten wechseln, wenn ich eine elektrische Parkbremse habe? Hierzu muss über die Diagnoseschnittstelle die Parkbremse zurückgesetzt werden. Kann das ein Laie mit eigenem Bordmitteln machen? Also, es gibt diese Parkbremse, diese Feststellbremse, diese elektronische Feststellbremse, ist im Grunde genommen, du kannst es selber machen, also aber bitte vorsichtig. Du kannst nämlich diese elektrische Feststellbremse, ist einfach nur eine Schraube mit einem ganz normalen Gewinde, die sich rausdreht. Da ist ein ganz normaler Stellmotor und die dreht dann sozusagen, der Motor dreht und befördert diesen, ich sag jetzt mal Schraube, nach vorne und drückt damit die Bremsbacken auf die Scheibe. In der Regel, optimalerweise wäre es natürlich, wenn du mit einer Software wie VCDS oder so natürlich diese Feststellbremse zurückdrehen lässt, also auf den Punkt Zero bringst, damit du die Bremse, das Fahrzeug, während es ausgeschaltet ist, die Bremse hinten wechseln kannst. Es gibt aber noch die Möglichkeit, dass du diese Schraube, von der ich gerade geredet habe, manuell zurückdrehst und dann wieder nach vorne drehst. Das Problem ist, oh, ich krieg gerade hier Sodbrennen ein bisschen. Das Problem ist, das Steuergerät, Freunde, bei diesen Feststellbremsen gibt es nämlich einen Vorteil. Ihr werdet merken, vorne an den Bremsen gibt es einen, ja, ich sage jetzt mal so eine kleinen, so ein, ja, wie soll man das nennen? Wie heißt das Ding nochmal, Freunde? Na, mir fällt der Name nicht ein. So, Freunde, es ist mir wieder eingefallen, beziehungsweise ich habe kurz gegoogelt, mir fiel das Wort nicht ein. Es ist auf jeden Fall eine Verschleißanzeige. Und zwar ist dort in der Bremse sozusagen so ein kleiner Stift verbaut, so ein kleiner, ich sage jetzt mal ganz banalen Sensor, der, wenn der Bremsbelag einen bestimmten Pegel erreicht hat, von dem Drehen des Rades angeschliffen wird.
und im Cockpit meldet Bremsbeläge abgenutzt. Dieses Ding, dieser kleine Fühler ist hinten bei elektronischen Feststellbremsen, bei den Bremsen gar nicht verbaut. Warum? Weil die elektronische Feststellbremse, Freunde, die fährt ja raus. Ne? Also hier ist jetzt unser Bremsbelag, hier unsere Scheibe, sage ich jetzt mal, und hier die zweite Bremsbelag. Der zweite Bremsbelag. Also wir haben ja um die Scheibe zwei Bremsbeläge und jetzt fährt der raus, der Stift, und zeigt und drückt gegen diesen Bremsbelag. Jetzt ist es so, dass er je nach Weg, wie lange diese Schraube rausfährt, um den Bremsbelag zu berühren, sich immer wieder abgleicht und sagt, okay, der Bremsbelag ist noch gut, und dann ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo die Schraube so weit raus muss, dass das Steuergerät weiß, oh, hier sind wir an dem Punkt gekommen, wo schon der Bremsbelag zu dünn, also er ist zu abgenutzt und fährt zu dicht an die Bremsscheibe ran. Dann wird im Cockpit gemeldet, dass die Bremsbeläge hinten getauscht werden müssen, beziehungsweise abgenutzt sind. Das gibt es, wie gesagt, vorne, weil das nicht elektronisch bremst, sondern ihr mit dem Fuß, vorne als diesen Verschleißanzeiger. Jetzt ist es so, wenn ihr natürlich jetzt die Bremsen hinten tauscht, müsst ihr dann im Steuergerät natürlich auch sagen, Bremsen neu. Oder ihr stellt diese Schraube, wenn ihr es händisch macht, schraubt ihr so weit zurück und lässt zweimal die Bremse nach vorne fahren. Also ihr zieht sozusagen die Handbremse an elektronisch, sodass das Steuergerät lernt, aha, wir haben einen neuen Abstand, ist ein ganz anderes Verhältnis, 0, 0. Je nach Fahrzeugtyp kann es klappen, manchmal müsst ihr aber doch zur Werkstatt und es muss ein Reset gemacht werden. Das zum Thema elektronische Feststellbremse. So, weiter geht's. Ein Moment, jetzt kriegen wir schon Besuch, oder? Bringt ein DPF-Reiniger-Spray was oder ist es nur Geldverschwendung? Habe an meinem Audi kein Ölmessstab. Was? Kein Ölmessstab. Achso, die erste Frage ist von Mehmet Sinigol. Also ein DPF-Reiniger bringt was? Ja, natürlich. Sonst würden die Hersteller das gar nicht rausbringen, wenn es gar nichts bringen würde. Aber Freunde, ich sage euch hier klipp und klar, ein DPF-Reiniger bringt nur dann was, wenn euer DPF überhaupt noch die Chance dazu hat. Wenn er natürlich zu ist bis oben hin, dann wird euch ein Reiniger gar nichts mehr bringen. Aber wenn ihr vorsorglich einen DPF-Reiniger verwendet, um die Bildung an Ruß, die sich dort so langsam natürlich bildet mit der Zeit, abzutragen kontinuierlich, wie mit dem Ansaugsystemreiniger. Es bildet sich eine Kruste innerhalb des AGR-Ventils. Ihr benutzt regelmäßig, je nach Inspektion, mal diesen Ansaugreiniger und beugt der weiteren Fortführung dieses Belages, also so, dass sich dieser Belag immer mal mehr expandiert, beugt ihr vor, indem ihr einen Systemreiniger benutzt. Das gleiche gilt auch für den DPF-Reiniger, Freunde. Wenn ihr bei einem Fahrzeug, was 10, 20, 30, 100.000 Kilometer hat und ihr noch keine Fehlermeldung im Steuergerät bekommt, beugt dem vor und behandelt dann euren DPF mit einem DPF-Reiniger, um diesen in diesen, ich sage jetzt mal, diesen Zyklus weiter fortzuführen, ohne dass euer DPF immer mehr und mehr fortschreitet an Rußbildung und dort dann in dem Punkt dann halt irgendwann voll ist. Lohnen tut sich's immer, Freunde. Zweite Frage: An meinem Audi kein Ölmessstab. Ich kann es nur im MI ablesen. Was? MMI ablesen, okay. Vertraue dem System aber nicht wirklich. Was sagst du dazu? Ja, normalerweise, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es auch ein bisschen blöd, dass bei modernen Fahrzeugen alles elektronisch geregelt ist. Es ist kein Akt, eigentlich so einen Stab dort in dem System mit zu integrieren, um selber sich immer davon überzeugen, wie der Ölstand ist. Aber hier müsst ihr zwangsläufig an den Hersteller vertrauen und macht einfach mal öfter in dem Cockpit eine Diagnoseabfrage von dem Müll, von dem Müll, von dem Öl, Ölstand, wenn das System sagt, okay, müsst ihr halt darauf vertrauen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt eine blöde Situation. Ja, wenn nämlich so ein Sensor kaputt ist, was hoffentlich das Steuergerät sofort anzeigt, mir ist es persönlich noch nie passiert, dann steht ihr nämlich ein bisschen blöd da. So, dann haben wir Samad Jin Libas. Wenn der DPF voll ist, bei VW KMH und der Drehzahl brennt, dann brennt man den frei. Ja, also der Einfluss auf die Freibrennsituation, also wann das Steuergerät sagt, komm, jetzt brenne ich frei, du kannst dich daran orientieren, wenn dein Verbrauch exorbitant hochgeht mitten in der Fahrt. Also wenn dein Verbrauch auf einmal hochgeht, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass Sprit zusätzlich verbrannt wird, um den DPF zu reinigen. Das ist sozusagen diese Reinigungsphase. Oder du bei langsamer Fahrt so einen bissigen Duft in der Nase hast, weil in dem Moment, wo er regeneriert, stinkt es in der Regel. Aber wann genau dieser Zyklus, wie, wo startet,
Keine Ahnung. Also, das gibt auch VW nicht preis. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht haben da in Foren viele Erfahrungen gesammelt. Lies dich mal da vielleicht schlau. Aber man kann nicht sagen, bei so und so viel kmh, bei so und so viel Kilometern fängt das an zu brennen. Da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Was kann man gegen eine verstopfte Düse machen? Habe schon versucht, mit einer Nadel die Düse. Also, er meint hier hinten den Scheibenwischer wahrscheinlich. Ja, also es gibt wirklich die Möglichkeit, dass du mit einer Nadel, das ist das Übliche, was man macht, diesen kleinen ja, Schacht, sag ich mal, wo diese Flüssigkeit rausspritzt, frei zu brennen, also frei zu stechen. Wenn es gar nicht mehr geht, weil Rost unter anderem dort im Spiel ist, versuch mal einen Rostlöser dort anzusetzen, über Nacht einwirken lassen. Ja, ansonsten musst du die Düsen tauschen. So teuer sind die nicht. Und auf der Motorhaube oder hinten bei den Fahrzeugen musst du in der Regel dann den Arm abnehmen und meistens wird der komplett getauscht. Vorne im Motorhaubenbereich sind diese Düsen, das sind so kleine Dinger mit zwei kleinen Löchern, die dann so wie so ein Schlangenbiss so diesen Sprüheffekt haben. Die kannst du dann aber nachträglich auch kaufen und das ist per Clipsystem schnell reingesteckt. Wenn du wirklich mit der Nadel nicht weit kommst und über Nacht mit einem Bremsenreiniger, dann würde ich sagen, bist du gezwungen, diese zu tauschen. So, wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung, wie viele Minuten. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Ich rede schon schnell. PS, ist es ein. PS, ist es die Scheibenwischerdüse an der Heckscheibe? Hä? Dem Neuze, die gleiche Frage. Also vorne, hinten, wie gesagt, wenn es nicht geht mit Rostlöser und der Nadel, musst du halt den sauren Apfel beißen. Blau Erdia. Rost am Unterboden, abgeschliffen, mit Reinigung Benzin entfettet und sauber gemacht. Dann Zinkspray drauf. Nun kommt es mir sehr dünn vor. Ich kann es mit meinem Nagel abbekommen. Nun überlege ich, Hammerit Rostumwandler. Ach Gott, ist das ein langer Shit-Text. Rostumwandler vom Baumarkt. Also ich würde dir bei sowas empfehlen, unter Bodenschutz noch drauf zu machen. Unter Bodenschutz, wenn das aushärtet, gibt das einen schönen dicken Film und ist auch angenehm für den TÜV, sich anzusehen, weil es in der Regel die gleiche Farbe hat wie der Unterboden in der Masse gesehen, in der Fläche gesehen. Und Zinkspray ist eine ganz schlaue Sache, Freunde. Damit versiegelt man natürlich diesen ganzen Bereich und vermeidet dadurch eine neue Rostbildung. Wenn du aber wenn du sagst, jetzt dieses Zinkspray ist vom Film her zu dünn, knall da nochmal unter Bodenschutz drauf. Gibt es im Internet für unter 10 Euro. Ich kann das auch gerne nochmal hier reinpacken. Und damit bist du auf der richtig sicheren Seite auch für den TÜV. Das ist nämlich ganz wichtig. So, jetzt bin ich einmal hier verrutscht. Einen Moment. Boah, da sind noch ein paar Fragen, Freunde. Ich beeil mich. So, Christian Breu, was denkst du über RaceChip etc. beim Diesel? RaceChip. Ja, das sind so kleine Kästchen, die man irgendwo im System an Steuergerät mit dran klemmt. Ich persönlich halte davon gar nichts. Es gibt wirklich Systeme, die auch dann ihren Preis kosten, wo man wirklich ein bisschen Sprit einsparen kann und das Fahrzeug bissiger reagiert. Alles schön und gut, kann jeder machen, aber ich persönlich finde, wenn dort mal falsche Signale durch einen Kurzschluss, was auch immer, entstehen und falsche Signale ans Steuergerät, eine Überspannung stattfindet und, ihr habt da keine Gewährleistung mehr für. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ihr seid ja in der na, nicht Wahrheitspflicht, sondern in der Beweispflicht. Ihr müsst dann beweisen, dass diese Komponente diesen Fehler ausgelöst hat. Und das könnte ein langer und schwerwiegender Rechtsstreit werden, Freunde. Deswegen würde ich persönlich sagen, lasst ein System so, wie es ist. Es ist vom Hersteller abgestimmt. Versucht einfach, das System kontinuierlich durch Reinigung etc. schön stabil zum Laufen zu halten. Wenn ihr wirklich eine Leistungssteigerung haben wollt, kauft euch ein Fahrzeug mit einem besseren Motor oder einem also mit einem mehr PS ausgestatteten Motor und lasst diese komischen Tuning-Sachen. Glaubet mir, es ist immer wieder, man sieht das auch an dem BMW 318D, eingebaut, Turbo kaputt, Ansaugkrümmerdichtung, alles geht kaputt, weil diese ganzen, also Tuning generell, mechanische Änderung, also physikalische Änderung, ihr baut größere Kolben ein, das Pleuelstange ist länger oder. Kein Problem. Aber wenn ihr an vorhandenen Systemen rumschraubt und diese vom Hersteller, es gibt zum Beispiel bei Ford oder Opel gibt es so Kits, die man kaufen kann, oder so Stakes, so Stufen, die man kaufen kann, wo man einzeln nacheinander diese Stufen einbauen kann, für viel Geld natürlich, aber so dann eine wirklich effektive. Ein effektives Tuning. Ihr baut Komponenten ein, ihr macht parallel an dem Steuergerät Veränderungen, wie vom Hersteller vorgegeben.
Perfekt, das ist Tuning, das ist vernünftiges Tuning. Aber so bei eBay mit diesen komischen 30, 40 € oder 50 €, lass es 100 € sein, Race-Chip-Dingern da, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich bin da nicht so der Fan von. So, was haben wir noch? Tobias Kolodoczyk. Oh, Entschuldigung, irgendwie ein polnischer Name oder so. Fahre einen Audi B8 mit Tiptronic-Getriebe. Audi sagt, kein Ölwechsel nötig. Blablabla. Das Thema mit dem Getriebeöl. Ja, Audi, VW, Mercedes, alle sagen so Longlife-Öl. Das Öl brauchst du nie wieder tauschen. Stimmt nicht. Tausch das Öl, Freunde. Dieses Getriebeöl ist einfach, das ist auch nur ein Longlife-Öl, wo irgendwann die Additive, die Eigenschaften, die Vitamine aus dem Öl entweichen. Und das macht sich dann bemerkbar, vor allem bei Automatikgetriebe, macht sich das am meisten bemerkbar, wenn bei kälteren Tagen die Gänge so lange brauchen, um zu schalten. Wenn dieser Übergang total zäh ist, ist es schon allerhöchste Zeit, dass ihr das Getriebeöl wechselt, Freunde. Das zu dem Thema Getriebeöl. Was sich die Hersteller dabei gedacht haben, keine Ahnung. So, moin moin, das DPF-Reiniger-Testvideo kommt es diese Woche? Nein, es ist nicht gekommen. Ich habe aber schon so ein bisschen was hier. Und ich beeile mich. Erstmal vielen Dank für die vielen interessanten Videos. Ich hoffe, dass dir die 2000 Abonnenten nicht zu viel werden. Nee, wir sind doch schon bei 2220. Nein, Marco, ich danke dir vielmals. Ja, das, was du hier schreibst, ist schon lange rum. Ich versuche immer noch fleißig eure Fragen zu beantworten, die Kommentare. Einfach nochmal hier an euch den Appell, schreibt ruhig und wie gesagt, wenn ich was nicht lese, schreibt es unter ein neues Video, damit ich wirklich bei den neuen Videos, wie zuvor schon gesagt, immer mal regelmäßig reingucke und somit dann eure Fragen von den Vorgängervideos gerne dort auch beantworten kann. So, HS Turbo, deine Meinung zum Thema Motortuning? Ja, habe ich ja gerade gesagt, ist wie gesagt physisch in Kombination mit Physik, also physisch, ihr tauscht Komponenten und optimiert die Software einwandfrei. Nur Software, naja. So, Andreas, hi, Mr. Du, Andreas D-Boys, da, hallo Andreas, kannst du bitte ins Amazon-Partnerprogramm einsteigen, Kfz-Teile 24 hast du ja, hat nicht alles und ich oder wir Community wollen dich ja bestmöglich unterstützen. Wow, Andreas, vielen Dank erstmal für diesen tollen Beitrag. Ja, ich habe schon mal bei Amazon so leicht reingeguckt und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, Freunde, ob ich das wirklich machen soll und in die Amazon-Partnerprogramm-Geschichte einsteigen soll, wenn ihr das befürwortet, weil ich bestelle auch ab und zu natürlich Sachen bei Amazon, abgesehen von Dosen oder so, überwiegend auch Teile und alles. Und oder irgendwie Motorsteuergerät, hier OBD-Laser oder sowas gibt es bei Amazon wie Sand am Meer. Wenn ihr dafür seid, schreibt es mir bitte in die Kommentare und nochmal einen großen Respekt an dich, mein Freund, dass du so lange hier durchhältst und in mir diese Fragen durchkaust. Danke. Könntest du bitte mal einen Test machen mit Liqui-Moly-Klimaanlagenreiniger? Ja, der Klimaanlagenreiniger ist noch nicht gekommen. Ich weiß auch nicht, wo der bleibt. Aber ich habe hier schon, weil die Frage hatte ich schon am ersten Tag gelesen, Klimaanlagenreinigerspray von der. Hallo, ich hoffe, das irgendwie war gerade eine komische Meldung an der Kamera. Auf jeden Fall ein Reiniger für Klimaanlagen, ein Desinfektionsspray, so jetzt habe ich es, der über den Schacht des Pollenfilters eingeführt wird und dort direkt auf die Klimaanlage draufgesprüht wird. Darüber werde ich auf jeden Fall einen Test machen, weil diese, ich sage jetzt mal, Desinfektionsbomben, die kennt bestimmt jeder. Das sind so Dosen, die man irgendwo im Mittel, also zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz packt und dann die Türen schließt, volle Pulle Lüftung, Türen schließen und dann die Bombe zünden sozusagen. Habe ich mal probiert, riecht doch im ersten Moment gut, aber wie der Wirkungsgrad ist, weiß ich nicht. Bei diesem Spray kann ich es mir natürlich intensiver vorstellen und weil wir da direkt auf dem System arbeiten und nicht im Innenraum und das wälzt ja nur die Luft um. Dazu kommt auf jeden Fall noch was in Kürze. Puh. Glaubst du, es bringt was, das Öl alle 10 1000 statt alle 15.000, 20.000 zu wechseln bei circa 20.000 Kilometer im Jahr, die meisten Autobahnen. Also es ist natürlich grundsätzlich so, je früher du das Öl wechselst, desto besser ist es. Aber warum? Wie ich schon vorhin sagte, die Vitamine aus dem Öl entweichen. Entschuldigung. Die Vitamine aus dem Öl entweichen. Wenn ich sage Vitamine, meine ich wirklich diese Schmierfähigkeiten, diese, ach, wie soll ich sagen, Schmierfähigkeit vom Öl, also die Viskosität, dann die Reinigungskräfte, dann die Anti-Rost-Effekte, also diese, dass das,
wie soll man das nennen, Anti-Rost, ja, Anti-Rost-Schmutzformel, wie auch immer, was alles in diesem Öl enthalten ist. Ich merke schon, je länger ich rede, desto. Vielleicht einen Schluck mal zwischendurch, Freunde. So, wie auch immer, auf jeden Fall diese Vitamine in dem Öl entweichen mit der Zeit. Das ist zwangsläufig so. Also dann wird das Öl zäher, dann wird das Öl, kommt nicht schnell genug an die Stellen, wo es hin muss. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, ich würde mein Öl alle 10.000 Kilometer wechseln, würde ich das persönlich befürworten, weil ihr immer wieder dieses Öl mit dem neuen Schmierstoff, mit den neuen Vitaminen neu einfüllt. Es ist natürlich an dieser Stelle eine Frage von den Kosten und der Zeit. Ihr müsst, gut, Zeit ist jetzt relativ, aber der Aufwand. Ihr müsst das Öl ablassen, ihr müsst das Öl auffangen, abgeben, ihr müsst das neue holen, Ölfilter, dies, das. Ich würde persönlich sagen, wenn ihr ein Longlife-Öl nehmt, 15.000, 20.000, könnt ihr beruhigt machen, ist gar kein Problem. 15.000, ja, zwischen 15 und 20.000 maximal. Dann würde ich sagen, ist okay. Der Hersteller gibt auch hier solche Zahlen vor oder alle 3 Jahre. Je nachdem, wie ihr das Auto, wie. Also es ist auch wichtig, ob ihr viel Kurzstrecke macht oder Autobahn. Je mehr Kurzstrecke ihr macht, desto mehr Kondenswasser bildet sich im Motorraum. Und das wiederum würde dann den Effekt bringen, dass euer Motor, also dass euer Öl noch schlechter arbeitet, weil Wasser im Spiel ist. Also, wenn ihr wisst, weiß ich nicht, eure Frau hat ein kleines Auto, fährt damit nur, weiß ich nicht, zum Kindergarten, zur Stadt, ein bisschen einkaufen, das war's, das ist Kurzstrecke, definitiv. Dann sorgt dafür, dass ihr das Öl auf jeden Fall früher tauscht als. Der Intervall es vorgibt, ja? Das ist nur ein persönlicher Rat. Oder guckt auch mal öfter in den Öldeckel, wenn dort weißer Schleim sich bildet, dann ist auch höchste Zeit. So, weiter geht's. Jakob, ich grüße dich. Ich würde gerne mal wissen, was du so von Chiptuning, hatte ich ja jetzt erörtert. Danke, Jakob, für deine Frage. Willi Peterson, ich grüße dich. Wie lange hält Auspuffkit? Also Auspuffkit, ich persönlich habe die Erfahrung. Ich weiß, ein Auto, das von meinem Vater, hat mindestens schon drei, das ist jetzt das dritte Jahr, Auspuffkit drunter, hält immer noch. Also, ich muss echt sagen, wenn man wirklich vernünftig das Zeug draufgeschmiert hat und auch ein bisschen üppig, also nicht sparen an dem Zeug, dann hält das wirklich lange. Es wird richtig brechend hart und ja, also Erfahrung jetzt mindestens 3 Jahre kann ich bestätigen, hundertprozentig. Wie lange im Endeffekt, mal gucken. Ich kann euch ja nächstes Jahr nochmal ein Feedback geben, ob es immer noch hält. Auf jeden Fall bin ich persönlich davon überzeugt, dass es lange hält. Wie lange hält Autospachtel am Wischerblattbehälter? Ach so, da wo ich das geflickt habe. Also in der Regel, wenn dort keine Spannung auf das Kunststoff kommt, hält das ewig. Wenn natürlich Spannung kommt, das Material wird mit den Jahren immer härter. Und wenn dort Spannung drauf kommt, das weiß ich nicht, jemand sich aus Versehen auf den Behälter lehnt, so wie es ja ursprünglich mal war, auf den Behälter lehnt oder irgendwie einseitig Kraft ausübt, kann es natürlich mal sein, dass es knack macht und der ganze Klebstoff von dem Kunststoff sich komplett löst und die Sache dann erledigt ist. Aber in der Regel würde ich sagen, mindestens 5 bis 6 Jahre habt ihr damit definitiv Ruhe und ab dann würde ich sagen, sind diese Stoffe so brachial hart, dass die dann brechen, wenn dort Belastung drauf kommt. So. So, Willi, danke nochmal. Sahand Mo. Ich habe einen Tiguan 2,0 TDI 4Motion 177 Airline, zwar Baujahr 2003, 2013 mit knappen 90.000 auf der Uhr. Habe den Liquimoly-Systemreiniger eingefüllt und einen vollen Tank durchgeführt. Also, ich auf Reserve, als er auf Reserve war, ging die Motorkontrolle an. Jedoch kein spürbarer Unterschied. Die Motorkontrollleuchte ging an. Jedoch kein spürbarer Unterschied beim Fahren. Gemerkt, ich bin direkt zu VW AGR, wenn die so verstopft sein und kostet mich, soll verstopft sein und kostet mich 1.800 Euro. Kann ich mir gut vorstellen. Finde ich ziemlich happig. Nun habe ich nochmal vollgetankt mit dem Dieseladditiv und von Liqui-Moly und die Anzeige ist nach 20 Kilometer wieder ausgegangen. Mal ist sie wieder an, mal ist sie wieder aus. Ja, also ich würde das jetzt nicht in Zusammenhang mitbringen mit dem Liqui-Moly. Weil das Liqui-Moly in erster Linie natürlich für das System zwar zuständig ist, aber dein AGR-Ventil, ich verstehe, glaube ich, den Hintergrund. Du hast schon gemerkt, da ist irgendwas im Argen und hast ganz schnell, wo es aber wahrscheinlich schon zu spät war, das Liqui-Moly zurückgeholt. Also das ist kein Wunderheilmittel, mein Freund. Wenn du, wenn dein Fahrzeug schon Anzeichen macht, dass dort das AGR-Ventil einen Weg hat, kannst du nur noch mit mechanischer Reinigung diesen Effekt verbessern. Weil kein Mittel kann dir von 0 auf 100 jetzt an der Stelle einen Erfolg bringen. Ich würde dir empfehlen, wenn du dein AGR-Ventil irgendwo in der freien Werkstatt sonst es aufbauen, ausbauen,
und vernünftig reinigen, und das wird auch meistens schon reichen. Oder ausbauen und vernünftig gezielt auf den Ruß, der dort sich abgelegt hat, richtig Chemie drauf. Da gibt es richtig Zeug, was in Schaumform, was dann dieses, ja, diesen Ruß abbrennt oder weg, ja, spült sozusagen. Gut. Werner, hallo. Hallo Meister, wie wäre. Hallo Meister. Wie wäre es mal mit einer Videozwecksfolierung? Kommt, versprochen. Ich werde, Freunde, ich als Grobmotoriker werde euch ein Auto folieren. Und darauf könnt ihr gespannt sein. Hallo, Nermin Malisi. Hallo Mr. Duit, ich grüße dich. Du hast mal wieder. Du hast eben mal den Car&Man-Film. Achso, genau. Er fragt, ob eine Leistungssteigerung. Also. Nein, ich habe keine Leistungssteigerung durch den K&N-Filter, aber ich habe die Gewissheit, dass viel Luft durch kann. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Und ich kann euch nur sagen, der Sound im Bereich vom Lastwechsel in der niedrigen, also im niedrigen Drehzahlbereich, so zwischen erste, zweite und dritte Gang, habe ich so ein richtiges, so, ne, so ein richtiges Tuning-ähnliches Soundgefühl, und das finde ich persönlich total amüsant. Und damit hat sich das schon für mich gelohnt, Freunde. Und ich bin mit dem TÜV im Reinen. Hey, Mr. Duit, Raphael schreibt. Raphael Novak. Hey, Mr. Duit, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, Dankeschön. Was ich fragen wollte, was kann es sein, dass, wenn man manchmal an der Ampel oder sonst einfach mit dem Auto steht, dass die Leerlaufdrehzahl die ganze Zeit auf 1000 Umdrehungen bleibt und nach einiger Zeit wieder normal auf 58 geht? Puh, jetzt hast du natürlich nicht hingeschrieben, was für ein Auto du hast, aber. Das kann mehrere Gründe haben. Entweder ist die Drosselklappe verdreckt, Drosselklappenreiniger würde an dieser Stelle helfen. Leerlaufregler ist defekt, der regelt zu spät oder kriegt zu spät Informationen, dass das Fahrzeug nun steht. Nockenwellensensor könnte kaputt sein, der da dem Steuergerät die Stellung gibt oder verzögert gibt, falsche Werte gibt, wo dann der Motor zu spät erfährt, dass er halt steht, also dass die Umdrehung halt runtergefahren werden soll. Boah, was kann noch alles sein? Wenn du einen Seilzug hast, vielleicht klemmt dein Seilzug, vielleicht, ne, wenn du aufs Pedal drückst und du einen Seilzug hast, geht ja natürlich über ein richtiges, wie bei einer Bremse beim Fahrrad, geht ja das Seilzug und dreht die Drosselklappe auf mit dem Fuß. Ne? Du drückst und drehst die Drosselklappe. Kann auch sein, dass dieser durch Mangelschmierung oder anderen Problemen an dieser Stelle irgendwo hängt und erst später diesen letzten Ruck wieder zurückgibt und dann erst runterfährt. Das können viele, viele Gründe sein. Also. Bitte mehr Details, dann kann ich dir auf jeden Fall da helfen. Oder Tipps geben zumindest. Mehmet Engül, ja. Was hältst du davon, dauerhaft Ultimate zu tanken? Schädlich? Never ever. Mach es. Wenn du das Geld dafür ausgeben möchtest, so wie ich es tue, mach es. Du tust damit nur einen Gefallen. AGR-Ventil, schau dir die Videos an. Ich kann davon nur gut reden. Obwohl ich wirklich, und Freunde, hier an dieser Stelle nochmal, ich bekomme von Aral kein Geld dafür, dass ich das sage. Ich bekomme von Aral kein Öl, gute Arbeit, Junge. Gar nichts. Das ist mein eigener Test gewesen für mich. Und ich habe mit euch, also für uns, Entschuldigung, für uns, und ich habe anhand dieses Tests festgestellt, was ihr wahrscheinlich auch festgestellt habt, dass wir definitiv durchweg positive Effekte dadurch haben. Und deswegen, ich mache es aus Überzeugung und nicht, weil mir Aral dafür Geld gibt, irgendwas, pff, keine Ahnung was, gar nichts, null. Von Aral habe ich bis heute kein Feedback bekommen, obwohl ich so viel Gutes darüber erzählt habe, was auch gerecht ist. Raphael, ich hätte da noch eine Idee, was du testen könntest, wie man seine Klimaanlage selbst befüllt. Oh ja, Klimaanlage selbst befüllen. Würde ich persönlich ungern machen, Freunde. Warum? Wenn ihr, das ist ein Hochdrucksystem. Ihr habt dort einen Klimakompressor. Dieser ist auch meistens sehr, sehr schwer rauszubauen. Bei manchen Fahrzeugen müsst ihr ganze Fronten abnehmen, um diesen Klimakompressor auszubauen. Wenn da mal was kaputt ist, habt ihr Späne in der Leitung und. Also, ich persönlich würde sagen, tut euch bitte den Gefallen. Fahrt irgendwo hin, wo es seriös ist, wo ihr einen Bericht bekommt, wo der Füllstand angezeigt wird, Druck, Dichtigkeitsprüfung und. Macht da bitte nicht so eine Dinger mit. Ich fülle das selber auf für 15 Euro, 20 Euro im Internet. Wirklich, tut euch da den Gefallen, macht es. Es wird meistens in der Saison vom Winter auf Sommer wird meistens so ein Klimaservice angeboten von vielen Werkstätten für 49 Euro oder sowas. Da seid ihr auf der sicheren Seite, Freunde. Tut euch den Gefallen, macht da keinen Mist. Nachher fliegt euch die Anlage um die Ohren und ihr steht da. Ja, haben wir's? Ich glaube, das waren jetzt alle Fragen. Freunde, ich danke euch. Bitte, ich bitte um Verzeihung, um Vergebung. Nein,
Ich bedanke mich, dass ihr so fleißig wart und hier mit zugesehen habt. Mein Mund ist schon voll wässrig, schaubig vom Quatschen. Ich wollte mich einfach beeilen und Freunde, ich danke nochmal an all oder begrüße nochmal alle Neuen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr könnt bei dem nächsten Video auch fleißig Fragen stellen und ja, ich werde jetzt erstmal was trinken und dann werde ich noch ein bisschen schrauben. Nichts Wildes, was Kleines und mich ein bisschen nochmal belesen. Und wünsche euch an dieser Stelle einen schönen Sonntag, euer Mr. Duit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Na nix, ciao. Kaffee, Abschlussschluck. So, jetzt aber. Ciao.